Sonnenschutz ist wichtig. Und jedes Mal, wenn ich das Thema hier auf dem Kanal angesprochen habe, kamen natürlich auch Leute, die mich in Diskussionen verwickelt haben. Ja, aber Sonnenschutz ist ungesund. Sonnenschutz braucht man doch nicht die ganze Zeit. Sonnenschutz braucht man nur, wenn die Sonne draußen ist. Ich bin die ganze Zeit drin. Ich brauche keinen Sonnenschutz. Also es ist schon alles da gewesen. Es ist immer Eigenverantwortung, ob du Sonnenschutz verwenden möchtest oder nicht. Aber in Deutschland, und das habe ich jetzt erst vor kurzem wieder gehört, gibt es immer mehr Hautkrebs. Das liegt daran eben. Und wir leben im Klimawandel und natürlich hat es auch Auswirkungen auf unsere Haut. Und wenn du da vorbeugen möchtest, vor allem was das Alter betrifft, UVA-Strahlung macht halt eben auch alt, dann ist es eben auch wichtig, mal in Richtung Sonnenschutz zu gehen. Und wenn du dich für Skincare interessierst und Sonnenschutz eben nicht aufträgst, ist ja alles sozusagen Thema freie Radikale und so für umsonst. Ich bin aufmerksam geworden durch eine Zuschauerin von mir auf Nuki. Ich habe da jetzt auch schon das dritte Produkt. Mit zweien war ich nicht ganz so zufrieden, dachte mir aber, hinter Nuki stehen zwei Sportler, Angelique Kerber und unser Manuel Neuer. Den kennt man und Angelique Kerber kennt man eigentlich auch als eine Tennisspielerin. Und beide haben eine Philosophie, dass sie einfach sagen, wir möchten überhaupt keine Diskussionen, was unsere Pflegeprodukte betrifft, weil wir beide eben Probleme mit der Haut hatten. Bei der Angelique Kerber war es, glaube ich, Hyperpigmentierung und Manuel Neuer wurde mehrfach im Gesicht wegen Hautkrebs operiert. Und da ist es halt einfach wichtig, einen Sonnenschutz zu verwenden, der funktioniert. Die Bodygeschichte hat bei mir nicht funktioniert. Ich mochte das im Gesicht nicht. Ich habe ihn ja erst im Gesicht aufgetragen, da gab es den hier noch gar nicht. Und da hat er bei mir gar nicht funktioniert. Der hat so ein ganz komisches, wässriges Finish gehabt. Also sehr fettig vor allem auch. Aber daran merkt man halt, du kannst nicht beide Produkte generell immer überall auftragen. Klar, so ein Produkt würdest du jetzt niemals am Körper auftragen, weil sonst wäre das leer. Für den Körper geht es natürlich auch. Aber das ist ja die teurere Variante. Die Gesichtspflegeprodukte, also die nicht Pflegeprodukte, sondern der Sonnenschutz fürs Gesicht ist oft ein bisschen anders formuliert, dass es eben im Gesicht ein bisschen besser funktioniert. Und ja, man kann einfach nicht alles auftragen. Die Geschichten aus der Drogerie sind schwierig. Also es gibt gerade von Sonnozoon einige Produkte, die ich ganz gut finde, aber danach habe ich halt eben eine Mischhaut, die in Richtung fettig geht. Und ich kann nicht alles auftragen. Und es ist nicht immer geil, sich speckig im Gesicht zu fühlen. Aber es ist halt dennoch wichtig. Also war es mir klar, ich probiere das Gesichtsprodukt auf jeden Fall. Da gibt es auch noch ein Produkt für die Lippen. Jetzt ist es bei mir so, ich habe nicht die größesten Lippen. Und bei mir ist es so, ich trage da halt Sonnenschutz so drüber. Das reicht mir. Denn ich achte eben darauf, ohne Duftstoffe Kosmetik aufzutragen, weil das ist eben gerade beim Sonnenschutz auch eine wichtige Sache, weil der, man darf es nicht vergessen, zerfällt einfach auf der Haut und kann die Haut reizen anhand dessen, dass du eben Sonne ausgesetzt bist. Und ja, du bist auch UVA-Strahlung ausgesetzt hinter der Scheibe, ne? Also nicht so viel. Man muss es dann nicht so dogmatisch machen, dass man 1 Gramm und mehr auftragen muss. Aber du solltest halt dennoch schon Sonnenschutz tragen. Mach einfach eine Routine daraus. Mach dir keine Gedanken, ob du jetzt mal einen Tag öfters drin bist oder nicht. Es sollte eine Routine sein, die du regelmäßig anwendest. Und am Ende möchtest du natürlich auch nicht alt werden, oder? Weil es ist halt einfach, was Anti-Aging betrifft, Slow-Aging ist ja ein besserer Begriff, es ist einfach eine tolle Sache. Was den Sonnenschutz betrifft bei Nuki, und das wusste ich nicht, habe ich jetzt erst auf der Homepage gelesen, ist Pediprotect an vorderster Front. Also da steckt Pediprotect drin. Wie das Produkt jetzt sich von der Kindermarke in der Drogerie unterscheidet, das weiß ich noch nicht. Habe noch nie was von Pediprotect benutzt. Hier hat auf jeden Fall Pediprotect mitgearbeitet. Ne? Also es wird schon ein bisschen was anderes noch an der Formulierung gemacht worden sein, aber
Ich finde es auf jeden Fall schon mal sehr wichtig, dass man eine Kindermarke hergenommen hat, weil man weiß halt eben keine Duftstoffe und man bezieht sich nur auf Inhaltsstoffe, die eben nicht reizend sind. Und warum ich das Produkt nochmal oder warum ich der Marke nochmal eine Chance gegeben hatte, nachdem ich eben mit den Bonnie-Produkten nicht so zufrieden war, ist einfach, ich dachte mir einfach, wenn zwei Personen eben mit der Haut Probleme haben, dann, ich will einfach dieses Gesichtsprodukt nochmal ausprobieren und gucken, jetzt gibt es der Marke einfach mal eine Chance. Das einzige sehr ungünstige, weil ich bin der Meinung, Nuki gehört in die Drogerie und auf lang oder kurz wird Nuki auch in der Drogerie stehen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Man muss es bestellen. Und es ist halt, ich habe für die Sache hier 16 Euro bezahlt, aber da ist Porto einfach schon mit dabei. Und das ist ja nicht so, dass du dir gleich mehrere Packungen kaufst und jetzt hergehst, das Bodyprodukt, ein Shampoo kaufst, weil da gibt es etliche Produkte, musst du mal gucken, das ist ein kleiner Online-Shop. Aber wenn du nur Sonnencreme haben möchtest, und das passiert ja ganz häufig, dass man das mal einzeln irgendwo kauft, du musst es halt bestellen und du musst halt gleich diese 3 Euro, 5 Euro, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was ich am Porto bezahlt habe. Das ist natürlich, das hält einen natürlich immer schon so ein bisschen ab. Das hier ist noch ein bisschen unbekannt, da redet kaum jemand drüber, finde ich irgendwie ganz interessant. Wir haben hier 50 plus und du trägst wie üblich 1 Gramm auf dem Gesicht auf. Und durch das, dass wir einen Pumpspender haben, und das sind wirklich die besseren Produkte, muss man ganz ehrlich sagen. Ich weiß von der Shenya, dass diese Produkte, also der Spender kostet sehr viel Geld und der Preis dieses Produkts wird auch noch so ein bisschen daran festgehalten, dass es halt einfach nicht viel produziert wird. Deswegen sind solche Produkte meistens auch noch ein bisschen teurer. Und ich kann mir zu 100% vorstellen, das nochmal zu kaufen, müsst ihr euch vorstellen. Ich habe eine Mischhaut, die in Richtung fettig geht. Und daher brauche ich auch ein Produkt, was nicht fettig auf meiner Haut ist. Ich habe 4 bis 5 Pumpstöße jetzt wieder aufgetragen. Ich habe es heute auch drauf. Und das funktioniert für mich 1A. Das zieht einfach so weg. Und da bleibt kein Fettfilm. Das Einzige, und das muss ich an der Stelle auch sagen, weil ich das immer wieder bei anderen Produkten irgendwie mitkriege. Wenn du jemand bist, der sagt, dass das Produkt nicht klebrig sein darf, das ist klebrig. Durch das, dass ich eben eine fettige Haut habe, löst sich das bei mir relativ schnell auf, weil die Haut fettet ja irgendwann mal nach, ne? Und dann ist das Klebrige auch weg. Aber wenn du wirklich Probleme hast mit Produkten, die irgendwie klebrig sind und das überaus hast, dann ist das kein Produkt, weil die klebt wirklich. Aber sie fettet halt nicht auf der Haut nach, sie ist wunderbar, sie zieht weg. Ich habe morgens überhaupt keine Probleme. Was mich ein bisschen wundert, hier ist Shea Butter drin. Meine Haut hat ein bisschen Schwierigkeiten, wenn da eine bestimmte Rezeptur mit Shea Butter enthalten ist. Nichts Negatives. Shea Butter ist wunderbar für die Haut, ne? Aber wenn ich schon Produkte aufgetragen habe und Skincare macht man nun mal davor irgendwas schon drauf und die Haut nur ein bisschen feucht ist, schon kriege ich manche Cremes nicht in die Haut rein und musste halt wirklich mit Geduld ein bisschen rumcremen. Und das hat die überhaupt nicht. Das finde ich richtig, richtig toll. Und es ist halt wunderbar bequem, wenn wir jetzt nochmal auf diese 1-Gramm-Regel gehen. Du weißt halt bei solchen Pumpspendern, schwieriges Wort, dass du halt schon 4 bis 5 Pumpstöße brauchst und du hast dann auf jeden Fall aber die richtige Menge. Das hast du halt bei Tuben nicht. Na, da musst du mindestens einmal abwiegen, um zu gucken, was ist 1 Gramm, damit du so ein bisschen dich vom Augenmaß her daran halten kannst, wie viel du halt eben aufträgst. Es gibt ja die 2-Finger-Regel, aber bei manchen Produkten funktioniert das halt nicht, weil die halt einfach eine andere Konsistenz haben. Werde ich mir das Produkt nochmal nachkaufen? Ich denke ja. Und das wäre für mich einfach ein Wunschprodukt, was in die Drogerie gehört. Daher muss es erstmal ein bisschen gehypt werden. Und ich finde es halt toll, dass da 2 Sportler sich stark gemacht haben, die eben beide Hautprobleme hatten und die das halt in der ganzen kompletten Serie umsetzen.
Und das hier ist, kannst du mir vorstellen, dass das wirklich ein Lieblingsprodukt für mich wird. Weil dieses Produkt finde ich besser als den Sonnenschutz von Colibri, der ja doch ein bisschen abmattiert. Und da habe ich auch nicht das Problem, dass irgendwas auf dem Gesicht abrollt. Weil ich habe das probiert in Extremen. Also habe Hyaluron drunter aufgetragen, habe auch ein bisschen so geligeres Hyaluron aufgetragen. Bei solchen Produkten weiß man immer so ein bisschen, das kann mit der Hautpflege interagieren, dass wenn du da jetzt nochmal irgendwie Sonnenschutz aufträgst, dass es halt schon so abrollen oder abblättern kann. Das hat man ja immer wieder. Und das hatte ich hier kein einziges Mal. Das ist so eine richtig schöne Konsistenz und auf der Haut so ein richtig schönes Gefühl von Feuchtigkeit. Aber es ist so ein bisschen klebrig und das ist auch jetzt noch klebrig. Und ich habe das Produkt vor 3 Stunden aufgetragen. Also wie gesagt, wer es klebrig hasst, der ist hier nicht gut aufgehoben. Aber wer wie ich eben so eine fettige Haut hat und immer so ein bisschen auch das nicht mag, wenn die Haut zu speckig ist, der sollte sich auf jeden Fall mal mit dem Produkt hier beschäftigen, weil ich finde die phänomenal gut. Kennst du Nuki schon? Hast du von Nuki gehört? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Da ist es auch wichtig, dass du eben auch von deinen Erfahrungen schreibst, auch wenn die anders sind wie meine. Schreib das gerne unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten, gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.